Das war jetzt der Anteil der Vortragsanteil, um Ihnen mal ein bisschen Grundlagen zu geben und auch schon mal hoffentlich den einen oder anderen Denkanstoß. Jetzt natürlich die Frage, was heißt das jetzt für mich morgen in der Praxis? Ich gehe da jetzt morgen wieder, Tür geht auf, der nächste Patient steht da, orthopädisch oder vielleicht auch tatsächlich ein internistischer Patient. Was ist jetzt anders? Und um mich dem mal ein bisschen zu nähern, würde ich jetzt gerne die Referenten und Herrn Dr. Daniel Koch noch dazu bitten. Die anderen Herren kennen Sie ja schon. Herrn Dr. Koch ist ein Chirurg aus der Veterinärmedizin. Er hat gestern mit Professor Fischer das Seminar geleitet, auch was es zur Orthopädie angeboten gab. Und Dr. Koch betreibt eine Klinik für Chirurgie, ist Diplomat vom European College of Veterinary Surgeons. Und ich freue mich, dass wir beide als Tierärzte jetzt uns in die Runde begeben und versuchen mal mit Ihnen zusammen, also gerne Fragen, wenn Sie Fragen haben zur Diskussion, die wir hier mal erörtern können und ja, wo wir zusammen im Sinne von Herrn Schleib und Netzwerk vielleicht ein paar neue Gedanken entwickeln können. Und wie geht's jetzt los? Wie geht's jetzt los? Es geht jetzt vielleicht zum Beispiel schon mal mit Ihnen los. Fangen wir doch gerade mal mit dem letzten Bild an. Was hat denn das für eine Bedeutung, dieses Kratzen? Wir haben gelernt in dem Seminar gestern, dass diese Gelenke, die wir haben, ja einen gewissen Bewegungsspielraum haben, aber dass die eigentlich für die eigentliche Bewegung, Fortbewegung gar nicht so evident wichtig sind, zumindest nicht der gesamte Range, den man hat, sondern dass auch noch sehr viel die Weichteile eine Rolle spielen, insbesondere in der Vordergliedmaße, wo man tatsächlich davon ausgehen kann, dass ziemlich viele Lahmheiten mehr oder minder ausschließlich aus dem Weichteilbereich kommen. Einmal Lahmheiten und ich glaube, das, was Ihnen sicher so geht wie mir, nämlich dass Sie hören etwas und dann können Sie das sofort mit Ihrer eigenen Erfahrung verbinden. Das, was du über Arthrose gesagt hast, die randliche Arthrose, genau darüber haben wir gestern im Seminar diskutiert. Wie entstehen Arthrosen? Und dass Arthrosen im Prinzip natürlich durch Nichtbelastung entstehen, ist offensichtlich. Und die Frage ist dann, wenn man sich das anschaut und wenn man sich dieses Kratzen anschaut, um dabei zu bleiben, und überlegt, welcher Aufwand ist es für den Hund? Es gibt keine einzige EMG-Ableitung eines sich kratzenden Hundes. Das ist vielleicht eine nächste Masterarbeit. Eine schöne Arbeit, wer ist wie wann aktiv. Aber dieses Bild, was es an Komplexität bedeutet, um diese Bewegung durchzuführen, das finde ich wichtig. Und genau bei dieser Bewegung ist es wieder, haben Sie gesehen, wenn der hinten putzt und wie das Sprunggelenk geht, das ist nicht so, dass der im Prinzip abschlägt, aufschlägt und das wie an muskulären Seilzügen arbeitet. Das ist genau der Punkt, ich glaube, da kommen die Faszien rein, dass die Schnelligkeit von Bewegungen, ja, die Hunde kratzen mit 6 Hertz in der Regel. Also das ist schon mal richtig, also 6 in der Sekunde, 4 bis 6 hängt ein bisschen ab von der Freude oder sowas, aber 6 Hertz, das ist muskulär nicht schlecht. Wie gehst du denn morgen zurück in deine Praxis, Dani? Was machst du denn morgen anders? Oder was sind für dich so die Erkenntnisse, wo du sagst, ja, muss ich nochmal über die Bücher? Ich glaube, vielleicht mache ich meinen Schnitt doch ein bisschen anders. Das sind ja meistens die Knie oder der Rücken. Also ich habe mir einiges notiert, es waren 2 Seiten, die ich mir notiert habe hier und ich kann es ein bisschen zusammenfassen. Für mich ist eine ganz wichtige Erkenntnis mal die, dass viele vermutlich Vorderbeinlahmheiten tatsächlich myofaszial zu erklären sind. Ich habe mit meiner Bildgebung nichts gefunden und auch andere Bildgebungsverfahren wie MRT, CTs, Neurologen finden nichts. Also ich denke, da sollten wir vor allem bei Vordergliedmaßenlahmheiten die Augen öffnen und das Gebiet weiten. Im Weiteren stelle ich fest, wir haben etwas über, die Marathonläufer habe ich gerne zur Kenntnis genommen und mache den Bezug ein bisschen zu unseren Sporthunden. Hunde, die vielleicht nicht alle gerne Sport machen würden, aber gezwungen werden, Sport zu machen. Agility, Wahn und so weiter, ich betreibe gerne ein bisschen, aber ich denke, da sind viele Lahmheiten auch dort geboren.
Iliopsoas, Tendinitiden, myofasziale Verbindungen hin zum Hüftgelenk. Ich mache nur ein Stichwort, aber ich denke, da müssen wir uns ebenfalls dem Gebiet zuwenden. Ich habe auch mir notiert, beim Thema limbischen System, was Sie erwähnt haben, Herr Klingler, ganz interessant, ich stelle ja fest, Hunde mit Kreuzbandrissen, denen geht es gut, die fressen gut. Die sind einfach lahm an einem Knie. Wenn allerdings ein Hund eine myofasziale Erkrankung hätte, dann stelle ich vermutlich fest, dass denen schlecht geht. Und ich merke das, wenn die Kunden sagen, meinem Hund geht schlecht. Nehmen Sie einen Sheltie, der Freude hat und nicht mehr springen will. Vermutlich müssen wir dort nicht arthrogen suchen, sondern myofaszial. Das ist die weitere Erkenntnis. Und die letzte, vielleicht etwas mehr bezogen auf mein Thema. Ich werde mir echt Mühe geben, die Faszien wieder zuzunähen, wenn ich sie dann durchschneide. Das ist vielleicht ein bisschen trivial, aber ich mache viele Knie auf. Mein Thema ist Knie, Knie und nochmal Knie. Und nur nebenbei, wenn Sie eine Tepel oder Tetia machen, wissen Sie, wie viele Muskel, respektive Faszien, zu wie vielen Muskeln Sie durchschneiden, wenn Sie einen medialen Zugang zum Kniegelenk machen? 7. Und es wäre verkehrt, die nicht mehr hinzunähen. Oder vielleicht müssen wir uns über alternative Zugänge unterhalten mit dem Wissen, das ich gekriegt habe. Das ist so meine kurze Zusammenfassung. Also die alternativen Zugänge sind sicher etwas, was ja in der Humanmedizin eben tatsächlich schon lange Einzug gehalten hat. Aber neben der Therapie, die man mit dem chirurgischen Anteil begehen kann, wie ist denn das mit der manuellen Therapie, um zu beeinflussen? Sei es jetzt rein tatsächlich manuell oder auch mit Akupunktur beispielsweise, die ja auch über ähnliche Ansatzpunkte arbeitet. Also ich komme ja mehr von Menschen und da kann man das machen, nicht nur mit spastischen Kindern, sondern mit semispastischen Kindern, wie mit mir, dass man in in Bewegungen, die ich nicht mehr habe, weil ich nicht mehr so viel hangel, wie meine Vorfahren habe. Ich lebe auch zu viel auf Stühlen. Wenn man noch mit Kindern auf dem Fußboden ist und unter dem Tisch durchkrabbelt, dann hat man ja all die Bewegungen. Und dass ich also mit Hunden, die auch nicht mehr artgerecht, also die nur noch gehen, aber nicht mehr spielen, sich nicht mehr kratzen, weil sie keine Läuse vielleicht mehr haben, ja, dass man denen wieder eine Umgebung macht oder simuliert, wo die endgradige Winkelvariationsbelastungen haben. Und wenn ich das Bein nehme und ziehe und schiebe und translatorische Belastungen mache, ich kann es auch mit dem Werkzeug machen. Also, dass ich hier dann Belastungen mache, die du hättest, wenn du so nicht bewegst. Die können dir auch Flöhe geben, dass du dich in die komische Yoga-Position. Das wäre für deine Faszien gut, für den Rest nicht. Ja. Von der Therapie her, wenn man das jetzt von der neurologischen Seite betrachtet, diese Erkenntnisse darüber, dass die Propriozeption tatsächlich mit in Mitleidenschaft gezogen wird, das ergibt ja früher oder später, wenn man es zu Ende denkt, einen Teufelskreis, weil ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ich bewege mich noch schlechter, weiß noch weniger, wo ich bin. Wo ist denn da der Ansatzpunkt, dass man das unterbrechen kann? Also bei uns ist so, im Bereich der myofaszialen Erkrankungen nutzen wir das Ultraschall nicht nur, um die Fasziendicke darzustellen und im Prinzip die Fasziendicke auch zu bestimmen als therapeutischen Indikator, ob es vielleicht im Laufe der Therapie eine Verbesserung gibt, sondern auch so eine Art Biofeedback. Das heißt, man kann einen Ultraschallkopf nehmen, dem Patienten zeigen, hier hast du deine verminderte Bewegung, versuch mal überhaupt diesen Bereich im Körper zu bewegen. Das ist gar nicht so einfach, können wir selber mal ausprobieren, wenn man einen Ultraschallkopf an eine Stelle hält, die vielleicht so ein bisschen verspannt ist oder nicht mehr so richtig funktioniert, und dann gezielt diese Region zu bewegen. Und so ist für uns ein Ansatzpunkt, das eben aufzubauen und dann diese betreffende Stelle zu bewegen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Die andere ist generell mehr Bewegung, dass man die Aktivität von den Patienten unterstützt mit sämtlichen Motivationsverfahren. Und da haben wir ja schon ein paar gesehen. Ich denke, ein wichtiges Motivationsverfahren ist tatsächlich auch die Presse, die Berichterstattung. Was sehen wir im Fernsehen? Wenn Sie sich überlegen, vor vielleicht 20, 30 Jahren war das gang und gäbe, dass man im Fernsehinterview nebenzu gequalmt hat. Schmidt damals, der Kettenraucher, wie unendlich.
Und jetzt, wenn man das machen würde in einer Talkshow, also das wäre schon die absolute Ausnahme. Vielleicht in 20 Jahren denken die Leute, ach, das ist ja absoluter Quatsch, die hocken die ganze Zeit nur rum in der Talkshow. Das ist ja, sage ich mal, gesundheitsschädlich, sage ich mal, das Sitzen als Gesundheitsrisiko. Zum Beispiel, je mehr man sitzt, desto mehr Diabetes mellitus gibt es, ist ja ganz klar nachgewiesen. Und von der Seite aus, denke ich, da möchte ich auch ein Experiment machen, mal gucken, ob es funktioniert. Wir sind die erste, sage ich mal, Podiumsdiskussion, die das umsetzt, dass man sich bewegt während der Diskussion. Und ich lade Sie alle ein, dass wir einfach mal aufstehen. Sage ich mal, und sozusagen das einmal kurz bewegen, kurz die Arme hochschrecken und jetzt mal gucken, ob der Markus Lanz das macht in sozusagen 20 Jahren. Großartig. Okay. Vielen Dank. Ja, da haben wir auf jeden Fall alle schon mal den ersten kleinen Impuls gehabt, irgendwie zumindest schon mal ein bisschen was an unserem Habitus zu verändern. Das ist ganz wichtig, wobei wir natürlich mit unseren Patienten direkt nur begrenzt kommunizieren können. Deswegen ist halt für uns immer als Tierärzte die Notwendigkeit, dass also eine Compliance des Patienten zu erfordern. Und ich denke mal, was man in der Reha auch gut ja machen kann, sind Bewegungen, dass man über kleine Hindernisse die Hunde treten lässt und wirklich auch in einer langsamen Geschwindigkeit, damit auch wirklich eine Wahrnehmung stattfindet. Weil das ist, glaube ich, noch das, wo man sich dem dann am ehesten nähern kann, um bestimmte Bewegungen zu erzeugen. Richtig, also auf der anderen Seite kann man natürlich, wie der Herr Schleib gesagt, manuelle Therapie einsetzen, um solche propriozeptiven Fasern zu schulen, um die Propriozeption wieder zurückzugewinnen. Und da reicht im Prinzip eine kleinere Bewegung, um dem Tier wahrscheinlich auch dann die Rückmeldung ans zentrale Nervensystem zu geben, du kannst diese Gliedmaße noch bewegen, du kannst es einsetzen, du kannst da die Durchblutung hochkriegen und du kannst den Stoffwechsel hochkriegen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, dass der Stoffwechsel dann irgendwie aktiviert werden muss, um eben diese Entzündungssubstanzen, die sich akkumulieren im Gewebe, abfluten zu lassen, um den Lymphfluss zu aktivieren und, wie wir ja gesehen haben, wie wir gelernt haben, dass die Fibroblasten sich wirklich zielgerichtet ausrichten durch entsprechende mechanische Reize. Also Boxenruhe und Leinenzwang ist nicht immer die beste Variante in der Reha. Also zumindest, wenn man einen Mensch reinsperren würde, dann nicht. Dann, genau, das kann ich sagen. Bei Tieren würde ich es vermuten. Wo es jetzt um den Stoffwechsel geht, gerade möchte ich nochmal zurückkommen auf die Energiespeicherung und die negative Arbeit. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, wie schwierig das ist. Ist ja auch so ein Thema in der Praxis. Übergewicht, Arthrose, die Hunde kommen rein, sind so und die Leute sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Schmerzmittel und Gewichtsreduktion steht natürlich vorne an. Nur ist das aber ja gar nicht so einfach mit der Gewichtsreduktion. Und Dani hat ja auch so den Beitrag, wie viel es eben macht, dass man Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Besitzer daran arbeitet. Wie ist denn das? Wie viel Bewegung oder wie viel kann ich denn erwarten, durch Bewegung Gewichtsreduktion zu erreichen, wenn die Energie einfach nur gespeichert und wieder abgegeben wird? Oder für einen Hundehalter? Nehmen wir erstmal den Hund. Also für einen Hundehalter ist der Bewegungseffekt riesig. Ja? Für einen Hund, wir wissen, dass ein Hund tatsächlich in der Regel weniger als 10% für seine Bewegung an Energie verbraucht. Deshalb, und es gibt den großen Trugschluss, dass wenn der Hund dann mal ausnahmsweise 20 Kilometer gelaufen ist, kriegt er gleich doppelte Portion, weil er ja 20 Kilometer gelaufen ist. Tatsächlich müsste er viel, viel mehr laufen, damit er überhaupt ins Normalmaß käme. Das Herr Zentek in Berlin sagt ja immer ganz einfach, den Hund tatsächlich 4 Monate auf halbe Ration setzen. 4 Monate halbe Ration. Und Sie wissen, wie viel er dann an Gewicht verloren hat? 15%. 4 Monate halb. Halbe Portion bedeutet pro Woche 1% Gewichtsreduktion. Mehr ist das nicht. Das heißt, Sie kommen und Daniel Koch hat gestern bei nahezu jedem Krankheitsbild oben kam immer als erstes Übergewicht. Übergewicht. Wir wissen, dass tatsächlich die Hälfte, 60% aller Hunde übergewichtig sind.
Übergewicht ist das Allerschlimmste, was man einem Hund antun muss. Ich habe gestern im Seminar die Tierärzte gebeten und die Physiotherapeuten, allen Mut zusammenzunehmen und auf Gedeih und Verderb, auch wenn die nicht wiederkommen, ihr Gewissen muss ihnen das abfordern, dass sie tatsächlich, denn ich sage immer, ein Mensch, der übergewichtig ist, ist selbstverantwortlich. Ein Hund nicht. Und deshalb, wenn die Leute unverantwortlich sind und ihren Hund dick werden lassen, ist es ihre Aufgabe, unsere aller Aufgabe, denen ins Gewissen zu reden. Weil Übergewicht tatsächlich das größte Problem ist, weil Übergewicht auch dazu führt, haben Sie schon mal einen übergewichtigen Hund in Schwingung gesehen? Ja, das, um was es hier geht, dieses Einstauchen und alles drum und dran, das ist, die Schwerkraft ist ein unglaublicher Freund. Ja? Diese Prellsprünge sind nur dank der Schwerkraft möglich. Wenn das Ding aber zu fett ist, ja, dann wird die Schwerkraft zum Feind. Und das ist wichtig. Also denken Sie dran, lassen Sie diese Hunde so schweben und das können Sie nur, wenn Sie, wenn man so will, bestenfalls normalgewichtig sind, lieber ein bisschen drunter. Und noch eins, darf ich ganz kurz, 40% aller Border Collies im Agility haben Verletzungen, Weichteilverletzungen, irgendwann gehabt oder wiederholte Verletzungen, es sind fast immer Weichteilverletzungen. Dort ist es ganz klar so, dass der Sportgedanke ein ganz großes Problem ist, fehlerhafte Idee ist, eine menschliche Idee auf Hunde angewandt, das hat nichts zu tun mit irgendwie mit korrekter Hundehaltung und allem drum und dran. Ich werde da mittlerweile manchmal richtig leicht wütend. Zu Recht. Sind noch Fragen im Publikum vielleicht, die dem einen oder anderen jetzt noch... Haben Sie eine Frage? Ja, hallo. Ich habe selber, also an meinem eigenen Körper, Faszienbehandlungen durchführen lassen, weil ich lange Probleme mit Nackenschmerzen hatte und das hat sehr gut geholfen, auch mit dieser Rolle. Allerdings würde mich jetzt interessieren, die Anwendung halt auf Hunde bezogen oder Tiere bezogen, weil ich das, diese Faszienmassage und auch das mit der Rolle als sehr, sehr schmerzhaft empfunden habe. Und es bringt dann wirklich Lockerung und es hilft auf Dauer, aber erstmal ist es schon sehr schmerzhaft, wenn man also starke Verklebungen hat. Robert, vielleicht, wir haben ja... Ich werde ja von der Firma Blackroll mit den Faszienrollen in Zusammenhang gebracht. Ich finde die bei Menschen in vielen Fällen auch sehr, sehr vorteilhaft. Beim Tier habe ich das noch nie gesehen. Der Gedanke, aber da habe ich jetzt keine Erfahrung, ob man diese luftgefüllten Rollen, die die Firma Togo jetzt zum Beispiel entwickelt hat, die sich den Oberflächen anschmiegen können, ob man die nicht verwenden kann. Dann gibt es ja aber auch diese ganzen Behandlungsinstrumente, diese Hölzchen, womit man das Gewebe auch in so eine Traktion bringen kann. Und der Christopher Gordon hat jetzt so einen schönen Vibrationsstab zum Beispiel, oder das Neurostimmgerät habe ich, glaube ich, draußen gesehen. Also da kann man vibratorisch, das wären dann die Pacini-Rezeptoren, aber auch so eine Shear Motion, also wenn da Verklebungen sind, dass man das, was die Susan Chappell innen gemacht hat, dass ich versuche, das außen zu machen. Und die menschliche Hand ist sicher noch eins vom Besten, aber die kann man durchaus präzisieren mit solchen Hölzchen, Anschmiege, Kissen oder vibratorischen Werkzeugen. Aber da bin ich kein Experte. Ich würde hier gerne eine Lanze brechen für die Tierphysiotherapeuten. Das ist eigentlich ihr Gebiet und eigentlich würde man das grundsätzlich denen überlassen, weil die kommen aus dem Bereich, die sind meistens humanphysiotherapeutisch vorgeschult. Und ich würde jetzt, ich selber als Chirurg, mich nicht da hinein auch noch knien wollen. Ich werde die Ziele vorgeben und übergebe das gerne dem Tierphysiotherapeuten. Es macht keinen Sinn, dass, zumindest meine Sicht, wir Tierärzte das dann auch noch lernen sollen. Weil das sind Profis, die am Werk sind. Wir sind Profis-Tierärzte und das ist ein anderes Fachgebiet. Und da gibt es viele Dinge, die wir dazu lernen können. Ich habe mir auch gerade kurz während des Vortrags überlegt, kraniomandibuläre Osteopathie, am Kiefer. Wenn Sie da diese Faszie verkleinern, ja, dann hat der Körper die Gelegenheit, das abzubauen. Warum nicht? Oder? Das wäre mal eine Gelegenheit, das auch in diesem Gebiet anzuwenden. Oder nur als letztes Beispiel, die kennen die Schäferhunde mit diesen Gracilis-Tendinitiden, den Hamstring-Fibrosen, da könnte man auch manuell arbeiten und nicht nur Cortison spritzen.
weil eben die Physiotherapie sind viele Humanphysiotherapeuten, aber da möchte ich jetzt mal wieder noch eine Lanze für die Tiermediziner brechen. Ich bin letztendlich auch einer und mache neben meiner Anwendung als Neurologe, gerade weil ich die Begrenzung der, ich nenne es jetzt mal, westlichen Medizin sehe, dass ich einfach auf andere Dinge zurückgreife. Und da kann jeder mal in sich selber gehen, wo er denn sich selber sehen möchte und ob die Zukunft oder das, was wir als Tierärzte anbieten können. Natürlich kann ich ein Chirurg sein, aber ich kann mich natürlich auch genauso als Tierarzt in einer manuellen Therapie fortbilden, weil niemand weiß die Anatomie, außer Professor Wischer natürlich, besser als wir beim Tier. Und es funktioniert, ob das Osteopathen sind, Tierosteopathen, die ja auch häufig einen tierärztlichen Hintergrund haben, ob das Triggerpunktbehandlung ist beim Tier, ob das Akupunktur ist beim Tier. Und die Maßnahmen, die man hat in der manuellen Therapie, die sind ja nicht gleich, wie wir gleich gelernt haben beim Rolfing, wie früher mit dem Ellbogen, wo man dann wirklich unten aus der Liege wieder rauskam, sondern das sind ja, gab es ja auch jetzt schöne Studien, zum Teil auch sehr leichte Bewegungen, die Rezeptoren ansprechen, die auch wirklich an der Oberfläche sind. Und dass man sich eine Brücke baut und tatsächlich aus vielen Methoden wie aus einem Blumenstrauß zurückgreift, um das beste Konzept für den jeweiligen Patienten herzustellen. Das ist ja nicht immer gleich. Nicht jeder Patientenbesitzer macht alles mit, nicht jeder Patient macht um Gottes Willen alles mit. Aber es ist erstaunlich, was sich auch mit selbst Katzen in manuellen Therapien anwenden lässt und wie wohl die sich auf einmal fühlen. Und wenn die merken, dass das etwas Positives ist, weil es gibt Endorphinausschüttungen bei diesen Behandlungen, dass man erstaunlich weit kommt. Also ich glaube, sich selber zu reglementieren und prinzipiell zu sagen, das muss man jetzt humanen Physiotherapeuten, nicht, dass ich das ganz ausschließen will, natürlich nicht, die haben den Physiotherapeuten, aber vielleicht kann man da eine Brücke bauen und das beides zusammen, ja. Es müssen natürlich auch Menschen sein, die bisher humane Kenntnisse haben, weil wir die fasziale Anatomie des Hundes noch gar nicht kennen. Ich kann sie aber da absolut ermutigen, denn Robert Schleip und Frau Börner waren letzten Freitag in Jena. Wir haben gemeinsam uns die Sektion von Frau Mischewski angeguckt und alles. Und was sagt Robert Schleip, als er diesen tatsächlich faszialen Mantel da sieht? Das sieht ja aus wie bei Menschen. Was einen Evolutionsbiologen jetzt nicht so wahnsinnig irritiert. Das ist, wir gehen davon aus, dass das gemeinsame Wurzeln hat und dass das vielleicht älter ist, das System, und nicht beim Hund und beim Mensch getrennt entwickelt wurde. Also das heißt, bis wir wissen, ob es anders ist, können Sie tatsächlich zunächst mal einfach fasziales System, das von der Stecco, dieses Buch, das tatsächlich ein fantastisches Buch ist, und wenn das jetzt auf Deutsch erscheint, noch viel besser. Also würde ich sagen, als ein Buch, das man verschlingen kann, fast als Atlas, ganz große Klasse. Wenn Sie das nehmen und sich daraus, wenn man so will, eine Faszienkunde, eine manuelle Faszienkunde für einen Hund zunächst mal zusammenstricken, liegen Sie nicht ganz falsch. Also im Moment sieht es so aus, als ob das eine beruhigende Nachricht wäre. Das finde ich doch erstmal für unsere Diskussion ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass Sie das zumindest mit nach Hause nehmen aus dieser Veranstaltung. Es war nicht dafür gedacht, Antworten auf alle Fragen zu liefern, sondern ganz im Gegenteil, seinen Geist zu öffnen, um sich mal Fragen zu stellen, warum ist das eigentlich so, wie das ist und was könnte das vielleicht eventuell für andere Ursachen haben und was habe ich dadurch auch für andere Lösungsmöglichkeiten. Und die Referenten sind jetzt noch hier im Kongress unterwegs, zum Teil noch mit Seminaren und Vorträgen und sicherlich gerne bereit für weitere Fragen. Und tut mir leid, ich muss das jetzt, sonst sind die Kollegen, die jetzt gleich die Vorträge haben, böse mit uns. Keine Frage mehr, ich habe nur noch eine Anmerkung. Ja, gern. Mehr